Aber wenn wir jetzt hier Bekenntnis 5 gefunden haben, haben wir dann jetzt hier hinten Bekenntnisse übersehen? Das wäre natürlich unschön. Ich möchte eigentlich auch alle Bekenntnisse haben. Aber hier hatte ich jetzt keins gesehen. Ist eigentlich hier irgendwas in den Wolken versteckt? Nö. Scheinbar nicht. Okay. Fliegt da ein Bekenntnis rum? Eigentlich im Moment mal nicht. Ja, ich habe das jetzt falsch rum eingesammelt. Ich könnte mich noch mal ein bisschen heilen. Wir haben diese eine Kiste vergessen. Da hinten fällt mir gerade ein. Nicht da, aber da auch. Ja. Nikolas ist richtig praktisch, weil die ihn nicht angreifen. Da. Den müssen wir auch noch. Ja. Das ist extrem praktisch. Ein Zaubertrank. Ich finde einen Haufen Zaubertränke, aber kaum Heiltränke. Das ist ein bisschen. Liegt das am Schwierigkeitsgrad? Gehen wir jetzt. Oh, da ist ja auch nochmal eine Kiste. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oder die. Ah, da ist ein Heiltonikum. Oder ich habe sie gesehen und mir gesagt, so, da muss ich später nochmal gucken. Habe es einfach nur vergessen. Wie jetzt hier überall Hyänen rumstreunern. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, ich bin jetzt eh voll. Aber sonst gibt es hier nichts weiter. Also, ich werde mal schauen, ob ich die ganzen Bekenntnisse finde, aber. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht so nach Dings sortiert. Trifft es vielleicht jetzt nicht richtig, was ich sagen möchte, sondern sie sind, also dass ich jetzt 2 bis 3 da hinten Richtung Altar finde oder sowas und dann. Ach so, das war das Schild. Und es ist hier unten. Kiste. Mit Zaubertränken. Also mit Zaubertränken werde ich hier echt zugeschmissen. Wie viel habe ich denn davon schon? 13. Schön. Ich würde mich freuen, wenn ich so viel Heiltränke hätte. Hätte ich da oben geguckt? Stimmt, da wollte ich nicht hin wegen dem Phönix. Au. Guck mal, das macht. Ich hatte 71. Das macht fast 10 Schaden. Das ist viel zu viel. Wow, die fliegen mal nicht weg. Ich bin schwer begeistert. Da ist was vom Golem. Hey! Was ist das? Ein Stein? Nein, es sind beide Teile von Golems Gebein. Arme des Golems. Ach, schön. Also liegen die wohl doch hier rum. Wiederbeleben. Auch schön. Auch schön. Ja, freue ich mich dann auch. Doch. Weil die Tränke helfen ja sofort. Und ich möchte diese Kiste da haben. Ich möchte mich nicht ständig da durchmogeln. Wir versuchen es nochmal. Ah, 2 Spinnen. Warum sind die vor mir? Das ist extrem und die machen so viel Schaden. Warum? Sollte ich noch nicht hier sein? Kann
Kann ich Rubella eigentlich im Kampf dann auch heilen? Ich glaube, es war besser, wenn ich sie einfach heile. Ich für Ignikulus dann das andere Zeug halt hab. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch total overpowered. Gelähmt, ja. Danke. Ah, hallo. Es ist gut jetzt. Wie schaut das aus? Mit Schaden. Ausgelöscht. Sehr schön. Sehr schön. Das, so muss das sein. Danke, Rubella, dass du auch mal wieder kommst. Rubella hat Schutz vor Leid. Verteidigt sie uns damit jetzt, oder? Ich hab da ja gar keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ja doch, das hat sonst keinen Sinn. Ah, okay. Heilt uns das jetzt beide, oder? Also nicht heilt, Nein, das ist kein Schutzschild. Schade, ich hatte es gehofft, ich hatte es gehofft. Dann wieder heilen. Einmal. Du machst einen Nieb, bitte da dran. Könnte sie noch einmal wenigstens angreifen, ja, und ihn unterbrechen? Nein, das ist ausgewichen, verdammt. Die Chance ist zu groß, dass er mich unterbricht dabei. Natürlich hat er Rubella angegriffen und nicht mich. Das ist auch okay. Probieren wir das mal und du heilst dich mal. Hat nicht viel gebracht. Ah, Ignikulus ist ausgepowert. Glück ist Rubella wirklich extrem schnell mit ihrem Überrumpeln. Da kann man wirklich sehr oft die Gegner unterbrechen, weil sie die einfach überholt. Wir sind jetzt Stufe 10. LP steigt um 7. Stärke um 2. Verteidigung um 5. Magie um 2. Magieresistenz um 5. Da verteilen wir doch mal unseren Punkt auf Ausweichen. Ich glaube, wir sind noch nie ausgewichen. Ist ja prozentual, glaube ich. Aber ich glaube, ich möchte lieber doch Verteidigung gehen. Na, halt, Honigum. Den wir ja in diesem Kampf verbraucht haben. Schön. Schön. Nicht. Denn hier gab es sonst nichts mehr. Okay, also müssen wir sie doch hier irgendwo finden. Dann gehen wir mal hier runter. Weil hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Dann finden wir... Uah, ich habe die Spinne nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Busch. Oh, verdammt. Durch die langen Beine. Und dann mit diesem braunen Hintergrund. Braune Spinne auf braunen Grund. Hatte das für mich jetzt eher so...
sah für mich jetzt eher nach Ding aus. Busch. Ausgetrockneter Busch. Wir müssen erstmal den da loswerden, weil der macht Tempo auf seine Kameraden. Und auf sich selbst. Gut. Das hätten wir. Überrumpeln nehmen wir den da. Da unterbrechen wir ihn schon mal mit. Halt, 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 halt. Ah, schade. Haben wir nicht mehr geschafft. Aber er hat uns nicht angegriffen. Das ist natürlich auch gut. Bella macht auf den hier überrumpeln. Nein, ach, sag. So denn nicht? Wieso habe ich den nicht unterbrochen? Habe ich gerade nicht aufgepasst oder ich habe ihn unterbrochen und ich habe wirklich einfach nicht aufgepasst gerade? Einer ist weg. Da will ich Nikolas aufladen. Und die nächste Stufeanstieg für Rubella. Stufe 13. LP steigt um 8. Ausweichen um 5. Verteidigen um 5. Ach, Ausweichen steigt um 1. Was sag ich denn? Verteidigen um 5 und Magieresistenz um 1. Und wir haben einen Punkt und kriegen ein starkes Haltonikum. So muss das sein. So muss das sein. Dann geben wir ihr jetzt mehr Stärke, mehr Ausweichen. Achso, vor allem Status leiden, okay. Brauchen wir eigentlich eher weniger. Dann nehmen wir das da. Dann kriegen wir nämlich auch ein bisschen höheres Überrumpeln. Und holen uns jetzt erstmal die Kiste. Ungeschliffener Smaragd. Gut. Hier bewegt sich da hinten das. Noch mehr Golem-Teile. Und einen ungeschliffenen Rubin. Gleich steht er wieder, wenn ich mich beeile. Körper des Golem gefunden. Schauen wir uns doch aber erstmal das Inventar an, bevor wir dann die Teile zusammensetzen. Körper des Golem, der Körper des Golem. Guter Text. Die Arme des Golem, also... Warum schreibt er dann überhaupt noch was in die Beschreibungsbox rein? Hätte euch ja ein bisschen mehr Mühe geben können. Entschuldigung, aber das ist ja echt peinlich. Hier ist nichts. Ich dachte schon, es ist eine Pflanze, die sich jetzt auch wieder bewegt. Ich bin vorsichtig. Weil ich da jetzt wieder in irgendjemanden reinrenne, weil ich mich heilen möchte. Dann wird der Rest vom Golem wohl hier unten liegen. Denn da oben ist ja scheinbar ein Bosskampf oder sowas. Ich hoffe zumindest, dass der Rest des Golems dann hier unten liegt. Ungeschliffenes Markt. Ich sag noch, wir kriegen unheimlich wenig von dem Zeug und dann schmeißen sie uns. Ich bin ja schon wieder fast nicht gesehen habe. Und dann schmeißen sie uns das Zeug hinterher. Verdammt. Schon wieder so ein komischer. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er einst als eine Art Zeichen. Ja, aber was für ein Zeichen? Der wird uns ja scheinbar nicht als Wegpunkt hier markiert, oder doch? Ist das ein Dings? Nein. Es ist gerade sehr merkwürdig. Oh, Ignikulus, komm geschwind. Tiefer als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen suche ich noch immer. Viertes Kapitel, der tiefe, dunkle Brunnen. Hallo, auf langer Reise ich mich befind.
verlassen, wo die wohl alle sind. Da wollte ich aber noch gar nicht hin. So gern ich jetzt mit diesen Krähen plauschen möchte. Wir haben noch ein Golem-Teil zu finden. Das sollten wir nicht... Oh, guck mal, man kann uns... Ich weiß nicht, ob man das bei meiner Qualität noch sieht, aber man kann uns hier durch den Baum sehen. Ich weiß deshalb nicht, ob wir hierher sollten. Schon, ich möchte... Achso, ich dachte, ich kann da vielleicht hinten durchfliegen. Da ist noch eine Kiste. So viele Kisten. Antonikum, zählen die denn jetzt eigentlich alle zu den Kisten, die wir hier noch im Wald... Ja, okay. Dann ist das vielleicht doch nicht mehr so... Aua, so schlimm, wie ich dachte. Ein Bekenntnis! Aua! Bekenntnis Nummer 8. Au. Spinne. Wo ist denn dann das letzte Golem-Teil? Also... Hier definitiv nicht. Und ich meine, da unten wäre der Körper gewesen. Dann müssen wir hier oben irgendwo noch eine Abzweigung haben. Au. Die Dornen sind echt fies. Nur für den Fall, dass ich die Pflanze da oben jetzt falsch einsammle, dann... wäre wenigstens nur Igniculus aufgefüllt. Also, immerhin dann Igniculus noch aufgefüllt. Das ist mit dem Controller gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung auf dem PC ist. Ob man das mit WASD steuert oder mit der Maus oder... Man kann es aber auch auf dem PC mit Controller steuern. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar Pflicht ist. Da gibt es ja dieses Spiel Brother of Two Tales oder sowas, was ich ja auch gerne noch hätte. Das kann man zum Beispiel nur mit Controller steuern, meine ich. Bin ich mir gerade nicht sicher. War das? Nein, das ist bloß... Ich dachte schon, ist das vielleicht ein Erkenntniszeil. Wo ist denn das letzte Golem-Teil? Die anderen beiden haben wir jetzt hier gefunden. Aua, gefunden. Vielleicht da oben? Wie komme ich denn da hin? Kommt man denn da überhaupt irgendwie... Aua, hin... Also hier waren wir. Und hier kam er da, glaube ich, nicht lang. Ha. Zum Altar möchte ich eigentlich nicht. Dabei sehe ich einen Weg. Das könnte natürlich sein, aber hier unten war ich auch und ich meine, da wäre keiner gewesen. Nein. Meine beiden Sachen lagen hier rum, aber das ist jetzt irgendwie nicht... Wie ich die Spinne schon wieder übersehen habe. Die blendet sich aber auch super in den Dings ein. Ich möchte jetzt aber gerade nicht kämpfen, wenn das möglich wäre. Danke. Ich suche etwas. Da habe ich es übersehen. Nö. Oben war ich. Und ist nichts. Au. Ich immer versehentlich das Dashen. Und nicht immer, aber manchmal versehentlich einfach das Dashen benutze. Ich hätte eigentlich gerne alle Teile des Golem zusammen, bevor wir da in diese Stadt reingehen. Aua. Oder auch nicht. Ich fast tot bin.
weil ich nicht aufgepasst habe. Gut, dann schauen wir uns doch mal kurz hier dieses Gebiet mal an. Vielleicht haben die ja, dürften aber keinen Hinweis für uns haben, weil das ja eine Extra-Mission ist. Kra? Kra, Kra, Kra? Ach, Kra. Kra. Kra, Kra. Kra. Huch. Ich dachte, da steht ein Schild.